Steiermark, Österreich. Erst kürzlich hat sich Hofdame Angelika, 31, zu den Gründen geäußert, warum es mit Bauer sucht Frau Kandidat Gerfried, 51, nicht geklappt hat. Jetzt hat aber auch er sich geäußert, mit kryptischen Worten. Wer bist du, dass du mein Leben beurteilst? Ich bin nicht perfekt. Und ich lebe nicht dafür. Aber bevor du mit deinem Finger auf andere zeigst, sieh zu, dass deine eigenen Hände sauber sind, schreibt der gelernte Schlosser in seiner Instagram-Story. Jetzt stellt sich aber die Frage, an wen sich der Österreicher mit dem Spruch, getreu nach dem Motto, dass jeder vor seiner eigenen Haustür kehren solle, der von Reggae-Ikone Bob Marley, 36, stammt, wendet. Ist mit den kryptischen Zeilen etwa seine Hofdame aus der vergangenen Bauer sucht Frau International-Staffel gemeint? Eher nicht, denn die 31-Jährige hat zuletzt zugegeben, dass das Verhältnis zwischen den beiden auch nach dem Liebesaus gut sei. Der Gerfried und ich, wir wissen, wie wir sind. Er weiß, dass ich ein gutes Herz hab. Ich weiß, dass er ein gutes Herz hat. Wir sind beide liebevoll, erklärt sie. Der große Knall folgt im Bauer sucht Frau Finale. Dabei sieht es zum Abschluss der Hofwoche noch danach aus, als würden sich die beiden nicht mehr aus den Augen lassen. Ich glaube, wir haben uns gefunden, frohlockt er zum Abschluss der Hofwoche bei einem romantischen Heißluftballonflug und gibt zu, dass er sich verliebt habe. Im großen Finale folgt dann allerdings der Knall. Im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause, 55, gibt Gerfried nüchtern preis. Ich bin wieder Single. Dabei haben die beiden auch noch etwas länger Kontakt gehabt, wie Angelika gesteht. Wo die Dreharbeiten ausgestrahlt worden sind, haben wir noch Kontakt gehabt, haben telefoniert und haben gefragt, wie geht's dir dabei, wenn du das so siehst im Fernsehen? Verrät die Österreicherin in einer Fragerunde mit ihren Followern. Daher stellt sich die Frage, an wen sind die kryptischen Zeilen des junggebliebenen Pferdewirts aus der Steiermark gerichtet? Vielleicht klärt Gerfried das ja bald auch noch auf.